Wir sind gerade hier am Paradise Beach und jetzt ist Tropical Shower angesagt. Aber es ist geil, dabei schwimmen zu gehen. Willkommen zu diesem Video. Noch immer sind wir zu viert unterwegs und nach langer Zeit auf unserem schwimmenden Zuhause entscheiden wir uns dazu, für ein paar Tage in eine Unterkunft zu ziehen. Von dort aus wollen wir Dominica erkunden, eine Insel mit aktiven Vulkanen, heißen Quellen, unberührtem Regenwald und etlichen Wasserfällen. Wir sind jetzt ein bisschen ins Inland von Dominica gefahren und sind jetzt an den Emerald Pool angelangt. Da ist ein kleiner Wasserfall mit Pool. Ich bin gespannt, wie es sein wird. Es ist auf jeden Fall schon ein bisschen so feuchte, tropische Stimmung hier. Und jetzt steppen wir da mal hin und gucken, ob man da gut baden gehen kann. Los geht's. Wir sind jetzt gerade hier und für morgen steht noch auf der Liste, nach Trafalgar zu fahren, hier den Wasserfall anzugucken, zum Freshwater Lake zu laufen. Und wenn wir es sogar noch schaffen und ganz mutig sind, laufen wir sogar noch zum Boiling Lake. Meinst du, das kriegen wir hin alles zeitlich? Klar, wir stehen noch um 6 auf, oder? Ja. Wir sind jetzt auf dem Weg zum Wasserfall. Das ist ein kleiner Wanderpfad. Hier ist jetzt alles nochmal so ein bisschen grüner und feuchter, so ein bisschen wie im Tropenhaus. Und ich habe schon richtig Bock, da gleich mal in das Wasser zu springen und am Wasserfall zu duschen. Wir sind ja sonst immer nur im Salzwasser, alles klebrig und das wird jetzt richtig erfrischend. Auf Dominica gibt es 365 Flüsse und die Anzahl der dadurch bestehenden Wasserfälle wurde bis jetzt noch nicht ermittelt. Wir können also nur einen Bruchteil dessen anschauen. Es ist für uns ein unvergesslicher Tag inmitten all der Natur. Weg war auf jeden Fall mega cool am Wasserfall. Das allerbeste ist irgendwie, dass wir hier in einer Zeit sind, wo kaum Touris hier rumlaufen. Wir waren die einzigen am Wasserfall. Am Anfang waren noch zwei, die waren relativ schnell weg und dann hatten wir den ganz für uns. Ist natürlich viel, viel cooler. Dann kann man sich Zeit lassen, in Ruhe baden und das richtig genießen und das hat echt Spaß gemacht. Jetzt wandern wir wieder zurück und auf jeden Fall ist hier ja auch Regenwald. Oder Tropenwald, unberührter wird ja immer gesagt. Dominica gibt es Wälder, Regenwälder, die noch unberührt sind. Und es ist immer interessant, wie die sich verändern. Hier durch die Hurricanes und durch die Stürme sind die alle immer oben an den Spitzen so richtig weggewindet. Und ist noch ein Ticken trockener als Suriname oder Französisch-Guyana. Aber trotzdem tropisch. Haben gerade ein paar Papageien gesehen. Und irgendwann will ich auf jeden Fall nochmal richtig ins Inland vom Amazonas, wo der Ursprung ist. Wo der Ursprung von Regenwald und Dschungel ist, um noch mal genauer definieren zu können, wie ein richtiger Regenwald aussieht. Aber das hier ist auch sehr, sehr schön.
Es war mega schön. Wir hatten den Wasserfall einfach komplett für uns und wir konnten da so viel schwimmen und rumplanschen, wie wir wollten. Und das haben wir auch voll ausgenutzt. Das Wasser war genauso erfrischend, wie ich es mir vorgestellt habe. Und jetzt geht's zurück. Wir sind jetzt schon wieder an einem ganz anderen Punkt. Wir sind gerade an den Trafalgar Falls. Auf Dominica sind überall Wasserfälle und die sind echt spektakulär. Die sind auch noch mal viel größer. Hier kann man zwar nicht schwimmen, hier ist nicht so cool. Aber wir gehen da jetzt gleich mal hoch und gucken uns das an. Und wir haben heute noch ganz viel vor. Wir wollen noch zu einem Süßwassersee, zu heißen Quellen. Unter Dominica gibt es ja 9 aktive Vulkane. Ich glaube, das ist die Insel mit den meisten aktiven Vulkanen. Und deshalb sind ja auch überall heiße Quellen, wo das warme Wasser durch die warmen Vulkane nach oben kommt. Und ja, ist so ein bisschen wie im Film Jumanji oder Jurassic Park. Hier mit den riesigen Klippen und dann den Wasserfällen und alles grün. Nicht ganz so viele Tiere, aber sehr, sehr beeindruckend. Und jetzt gehen wir mal da hoch. Los geht's. Das ist einfach so geil hier. Hier kommt ein riesiger Wasserfall runter und daneben sind einfach warme Quellen, wo die roten Stangen sind, kommt einfach warmes Wasser raus. Also erst warm abbaden und dann ins Kalte oder andersrum. Auf jeden Fall Natur pur und einfach ein richtiges Naturerlebnis und Badespaß. Ich gehe da jetzt erstmal rein und teste das aus. Richtig geil. Ich hatte noch nie, dass ich irgendwo natürliches, warmes Wasser habe. Hier wachsen einfach überall Früchte, Fische, alles ist da. Dann schön Süßwasserflüsse überall, auch direkt am Meer. Und dann einfach noch, wenn du Bock hast, kannst du hier warm duschen gehen. Ich frage mich, ob die das irgendwie Man muss natürlich auch aufpassen jetzt. Boah, ich bin ein bisschen aufgedreht, ey. Schon geht's weiter, es fängt an zu regnen. Wir wollen jetzt zu einem Wasserfall, ich weiß gerade gar nicht, wie der heißt. Da muss man rein schwimmen in so eine Höhle, da wurde auch Fluch der Karibik ein Teil gedreht und dann wollen wir noch mal zu anderen heißen Quellen. Aber hier, wie geil ist das, bitte Sonne, Regen, diese Luft, ich liebe das, ich liebe das. Wir sind jetzt bei der Tidfu George Schlucht und da können wir durchschwimmen. Wir haben hier solche Schwimmwesten bekommen und da geht es zu einem Wasserfall. Ist gar nicht mal so warm. Danach wurde uns leckerer Local Saft versprochen. Und seid ihr bereit? Das Wasser in der Schlucht ist eiskalt. Wir schwimmen so weit, bis wir an einen kleinen Wasserfall innerhalb der Schlucht ankommen. Auch dies ist ein Drehort des Films Pirates of the Caribbean. Und wie war's, Kilo? Richtig, richtig gut. Geiler Wasserfall, richtig am Pfeffern, als man da drunter war. Und jetzt gleiten wir hier durch den Club zurück zum Spot, wo das Auto steht. Aber auch geil, dass der Dschungel so von oben hier rein wächst. Richtig grün oben, hier klares Wasser. Richtig schön. Und jetzt regnet es noch und es tropft einfach überall wie so eine Tropfsteinhöhle. Man scheint sonnenfrei, man verdurft. Wir sind jetzt ein Stück weiter gefahren zum Bubble Beach, sind alle richtig durchgefroren von dieser Schlucht und dem kalten Wasser und hier soll angeblich heißes Wasser aus dem Boden kommen, vom Vulkan aufgewärmt. Ich bin auf jeden Fall gespannt,
habe richtig Bock, mich da drin jetzt aufzuwärmen. Mega verrückt, man schwimmt hier und es wird die ganze Zeit warm und kalt und wenn man untertaucht, sind da überall so kleine Blubberblasen, die aus dem Boden kommen und die so richtig heiß sind, wenn man da mit der Hand oder mit dem Fuß reinkommt. Auf jeden Fall richtig crazy. Änderte sich das Wetter schlagartig. Plötzlich kam ein tropischer Schauer auf uns zu. Tatsächlich direkt heute auch schon wieder weiter. Lene und Tobi fliegen von Martinique wieder nach Hause und morgen und übermorgen steht jetzt in der App, dass es da richtig windig sein soll und deshalb war hier heute irgendwie so die letzte Chance, chillig darüber zu segeln und deshalb machen wir uns jetzt auf den Weg und hoffen, dass wir noch im Hellen ankommen. Kind of mysterious, shaded by someone I'm not really into. Do you need to fix it? Nicht mehr. Weil ich jetzt fahre, ne? Ja, auf jeden Fall. Thilo ist wie so ein Besoffener gefahren. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Wir kommen jetzt gleich auf Martinique an. Es ist ganz schön windig, mit 25 Knoten hat es angefangen. Jetzt schon bei 30 und es soll über die Nacht hinweg mehr werden. Und die Wellen scheppern hier jedes Mal rein. Man ist schon klitschnass, aber Lene und Tobi halten sich richtig gut. Aber jetzt kann es gleich auch echt mal ruhiger werden hinter der Insel, dass wir da mal gemütlich dann auch mal ankommen, weil es wird gleich schon dunkel. Wir kommen sicher und im Hellen auf Dominica an. Der Rückweg war um einiges ungemütlicher als der Hinweg, aber Lene und Tobi haben auch diese Etappe souverän gemeistert. Die letzten Tage von Lenes und Tobis Aufenthalt verbringen wir auf Martinique. Es war für uns unglaublich schön, mit unseren Freunden unterwegs zu sein und all die Abenteuer und Erinnerungen mit ihnen zu teilen. Das war es auch bisher mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.